Die Landesregierung würdigte zum 50. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens den Beitrag der türkischen Einwanderinnen und Einwanderer zum gesellschaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben in Rheinland-Pfalz. Im Land leben mehr als 90.000 Migranten mit türkischen Wurzeln. Sie bilden heute die größte Gruppe unter den Einwanderinnen und Einwanderern. Insgesamt leben bei uns knapp 750.000 Menschen mit Migrationshintergrund. Die meisten sind hier geboren und Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Die rot-grüne Landesregierung setzt auf eine abgestimmte Integrations- und Migrationspolitik. Mit dem Thema beschäftigte sich am selben Tag auch der Ministerrat. In der Kabinettssitzung, die in Vertretung von Kurt Beck durch die stellvertretende Ministerpräsidentin Evelyn Lemke geleitet wurde, ging es auch um den nationalen Integrationsplan. Ja, also zum einen ist es ja so, dass es einen nationalen Integrationsplan gibt seit Jahren. Der wird jetzt weiterentwickelt zu einem nationalen Aktionsplan. Das ist sehr wichtig, weil es hier darum geht, dass eben diese Ziele, die man sich im Integrationsplan gesetzt hat, nun eben auch aktiv umgesetzt werden. Es gibt hier eine sehr gute Entwicklung bei den Ländern. Die Länder ziehen in der Zielsetzung an einem Strang, haben unterschiedliche Umsetzungsschritte, aber man ist sich von der Stoßrichtung her der Integrationspolitik einig. In Bezug auf die Bundesregierung sieht Ministerin Alt allerdings erhebliche Defizite. Das eine sind die Kürzungen im Bereich Soziale Stadt. Das Programm Soziale Stadt hat insbesondere dort gegriffen, wo in Stadtteilen besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Und die sind natürlich jetzt durch diese Streichungen und Kürzungen da auch besonders betroffen. Und der zweite große Punkt sind die Kürzungen im Arbeitsmarktförderprogramm, insbesondere die Instrumentenreform, wovon dann eben auch Menschen mit Migrationshintergrund in größerem Umfang betroffen sind als andere. Die Landesregierung verfolgt das Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben teilnehmenden Menschen, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund.